Wenn du wissen willst, was gerade läuft und warum ich mit meinem Club unterwegs bin und ihr das Glück habt, mal ein Video davon zu sehen, dann bleibt dran, es geht weiter nach dem Intro. Ja, hallo, schön, dass du eingeschaltet hast hier auf meinem Kanal Impact. Wir sind gerade unterwegs mit dem Club. Ich habe die Erlaubnis gekriegt, das ist sehr cool. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Regen. Da ist eine Kaserne. Da gibt es ein Denkmal, ein Ehrenmal für gefallene Soldaten. Und wir legen da heute zum Gedenken einen Kranz ab. Vom Club aus und da darf ich euch mitnehmen. Ja, und ich hoffe, euch gefällt's. Gewöhnt euch, wie gesagt, nicht zu sehr daran. Das wird wahrscheinlich das einzigste Video sein, was ich je von meinem Club auf meinem Kanal veröffentlichen werde. Ja, aber genießt es. So könnt ihr mal ein paar Einblicke willkommen für diejenigen, die nicht wissen, Kolonne fahren etc. tralala, wie das eigentlich abläuft im Club. Und ja, wie ihr seht, die Strecke ist die gleiche, die von der großen Abertour, der Beginn quasi. Und es liegt daran, dass Regen halt auch mitten im Bayerischen Wald ist. Ja. Wie ihr seht, sind ein paar Bikes unterwegs. Ich bin auch nicht die letzte Stelle. Hinter mir sind auch noch welche. Und ja, sieht schon brechial aus, muss ich schon sagen. Finde ich geil. Macht auch Spaß sowas ohne Ende. Aber Kolonne fahren, ja, will gelernt sein. Ne? Heute auch ein bisschen frischer. Also dieses Video, denke ich, wird zwischendurch kommen, weil die Sachen für ein Aber ist ja jetzt erst vor kurzem rausgekommen und dieses Video soll so zwischendurch sein, damit wir von der Zeit her irgendwie noch ein bisschen übereinstimmen, dass das Video nicht einfach viel zu alt ist. Ja, wir haben Vatertag gehabt am Donnerstag und heute haben wir Samstag. Ja, also dann wisst ihr ungefähr, ich weiß noch nicht, wann das jetzt direkt veröffentlicht wird. Das kann ich nicht sagen, weil ich es einfach noch nicht geplant habe. Und ja, mal schauen. Zeit.
sein. Somit ist das Video auch beendet. Ich danke fürs Zuschauen und ja, dann lasst einen Daumen da und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin, bleibt da gesund, reingehauen und tschüss gesagt.